Gelsenkirchen. Sichergestellter Schmuck, Gold und Münzen. Rund 600 Beutestücke sicherte die Dortmunder Kriminalpolizei Ende November 2022 nach der Festnahme von drei Tatverdächtigen, die sich ihren Opfern vornehmlich SeniorInnen und Senioren als Mitarbeiter der Telekom vorstellten. Unter einem Vorwand baten sie um Einlass in die Wohnung, um dann Gegenstände zu entwenden. Verdeckte Ermittlungen führten auf die Spur der Tatverdächtigen und am 29. November 2022 schließlich zu den Festnahmen. Die Festnahmen erfolgten in Bochum, Gelsenkirchen und Bottrop. Dabei stellte die Kriminalpolizei auch Halsketten, Armbänder, Ringe, hochwertige Uhren, Broschen, Münzen und Gold sicher. Die Dortmunder Polizei möchte die sichergestellten Wertgegenstände den rechtmäßigen EigentümerInnen und Eigentümern zurückgeben und fragt, wer erkennt auf den Fotos sein Eigentum? Wer kann Angaben zu berechtigten Eigentümern machen? Lassen Sie sich nicht auf Geschäfte oder Beratungsgespräche an der Haustür ein.